Das Jahr 2017 ist vorbei. Das Lesejahr ist somit abgeschlossen. Die Auswertung ist fertig und heute gibt es die Statistik dazu. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie schon eben angekündigt, gibt es heute meine Lesestatistik für das vergangene Jahr. Und insgesamt war es ein ziemlich gutes Jahr, muss ich sagen. Ich habe es so gemacht, dass ich wie auch letztes Jahr wieder 2017 und 2016 gegenübergestellt habe. 2015 habe ich auch nochmal mit reingenommen, damit man das einfach nochmal so im Vergleich sieht. Ich finde es immer sehr, sehr interessant und wenn es euch auch interessiert, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der großen Frage, wie viele Bücher habe ich denn eigentlich 2017 gelesen? Und ich muss dazu sagen, ich hatte vorletztes Jahr meine. Au, die Katze liegt auf mir und putzt sich. Könntest du deine Krallen dazu aus meinem Bein nehmen? Aua, danke. Also wenn ich irgendwie komisch rumwackel, wundert euch nicht. Der Kater meint jetzt, er müsste sich jetzt auf mich legen, um sich zu putzen. Ist nicht genug Platz hier, wisst ihr? Egal, lassen wir uns davon nicht stören. Was ich eigentlich sagen wollte, genau, ich hatte vorletztes Jahr meine Lese-Challenge bei Goodreads etwas zu hoch gesetzt tatsächlich. Die habe ich sowas von verfehlt. Dann hatte ich sie jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen runtergesetzt. Ich hatte sie, glaube ich, auf 160 gesetzt. Und habe dann aber relativ, ja, früh gegen Ende des Jahres schon gemerkt, dann geht noch ein bisschen was. Man kann die ja tatsächlich noch hochsetzen und das habe ich tatsächlich auch noch zweimal getan. Und insgesamt habe ich sie dann auf 170 gesetzt und genau diese 170 habe ich auch erreicht. Also ich habe 170 Bücher gelesen. Da sind Bücher, Mangas, E-Books, Hörbücher, da ist alles dabei. Und ich muss sagen, das ist insgesamt doch eigentlich ein ziemlich guter Durchschnitt. Ich habe 2015 tatsächlich auch 170 Bücher gelesen. Ja, 2016 war es nicht ganz so gut von der Anzahl der Bücher her. Da hatte ich nur 147 Bücher gelesen. Aber wenn man sich die anderen Zahlen anguckt, dann ja, wird man gleich was anderes sehen. Aber machen wir erstmal weiter mit 2017. Insgesamt, wie gesagt, 170 Bücher. Mein bester Monat war der Dezember mit 17 Büchern. Dazu ist auch schon der Lesemonat online. Wenn es euch interessiert, welche 17 Bücher das sind, dann könnt ihr einmal hier schauen. Da verlinke ich euch den Lesemonat. Und mein schlechtester Monat war tatsächlich der Oktober mit 11 Büchern. Und hallo, 11 Bücher. Das ist ja wohl mal nicht schlecht. Also im Vergleich zu den vergangenen Jahren, da hatte ich wesentlich schlechtere Monate, so mit 4 Büchern oder so. Und 11 ist höher als mein eigentlicher Durchschnitt bisher war. Mein Durchschnitt lag immer so bei 8 Büchern. Und 11 ist mein schlechtester Monat. Das hat mich schon etwas irritiert, muss ich sagen. Ich habe nämlich tatsächlich dieses Jahr durchschnittlich 14 Bücher pro Monat gelesen, was auch ziemlich, ziemlich gut ist. Gut, wenn man mit 2016 vergleicht, ist sowieso irgendwie alles gut, weil 2016 von der Anzahl tatsächlich echt schlecht war. Von diesen 170 Büchern waren tatsächlich 20 E-Books, 11 Hörbücher, 37 Hardcover, 64 Taschenbücher, da habe ich auch die Broschüren eingerechnet, und 37 Mangas. Von der Anzahl der Mangas war ich auch so selbst ein bisschen erstaunt. Ich wusste nicht, dass ich 37 Mangas gelesen habe. Wann zum Teufel habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber es waren insgesamt tatsächlich 37. Und ja, kommen wir nochmal zu den Seitenzahlen. Weil es natürlich ja, interessant ist zu wissen, wie viele Bücher, aber eigentlich im Grunde genommen ist die Seitenzahl viel, viel wichtiger. Und Seiten habe ich gelesen tatsächlich 2017 50.170 Seiten. Ich sage euch gleich im Anschluss dann noch ein bisschen, wie das im Vergleich zu den Jahren davor war. Durchschnittlich hat es 4.181 Seiten pro Monat gemacht, was ziemlich, ziemlich viel ist, finde ich. Und mein schlechtester Monat war der November mit nur 3.361 Seiten. Und der beste Monat war der Mai mit 5.720 Seiten. So, jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, diese besten und schlechtesten Monate unterscheiden sich tatsächlich extrem von der Anzahl der gelesenen Bücher. Da war es ja Oktober und Dezember und hier sind es jetzt November und Mai. Das heißt, tendenziell waren das wahrscheinlich einfach dickere Bücher. Das heißt, ich habe weniger Bücher gelesen, dafür aber dickere Bücher, also mehr Seiten. Was ja eigentlich viel, viel wichtiger ist, die Seitenanzahl. Deswegen gucken wir uns doch gleich nochmal den Vergleich an zu 2016 und 2017 von der Seitenanzahl her.
Die Bücheranzahl habe ich euch ja gerade schon gesagt. Das waren, wie gesagt, im 2015 170 Bücher und 2016 waren es 147. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich in beiden vorangehenden Jahren wesentlich mehr Seiten gelesen habe. Ich habe nämlich 2015 mit den 170 Büchern habe ich 56.000 69 Seiten gelesen und 2016 mit den 147 Büchern habe ich tatsächlich 60.678 Seiten gelesen. Das heißt, das waren über 10.000 Seiten mehr als 2017, was schon echt krass ist. Also dafür, dass ich so viel weniger Bücher gelesen habe, habe ich doch über 10.000 Seiten mehr gelesen. Also eigentlich 10.500 Seiten tatsächlich. Und das ist schon eine krasse Zahl, oder? Also wenn man sich das mal so vorstellt, wie viele Bücher das eigentlich sind, wenn man so im Durchschnitt 300 Seiten pro Buch rechnet, sind 10.500 Seiten schon eine ganze Menge. Aber naja, so ist das nun mal. Von der Anzahl der durchschnittlich pro Monat gelesenen Bücher ist das natürlich ähnlich. Ich sage euch einfach mal, wie viel ich durchschnittlich pro Tag gelesen habe in den vergangenen 3 Jahren. Das waren tatsächlich 2017 138 Seiten, was an sich schon ziemlich gut ist, aber ich habe tatsächlich 2015 154 Seiten pro Tag gelesen gehabt und 2016 166 Seiten pro Tag. Und das ist halt doch eine ganze Menge mehr, wenn man es dann aufs Jahr hochrechnet, wie gesagt, die 10.500 Seiten. Aber ich bin trotzdem ziemlich zufrieden, weil natürlich so ist, dass ich 2017 ja die 37 Mangas gelesen habe. Und da habe ich natürlich die Seitenzahlen nicht mitgerechnet. Weil erstens die meisten Mangas einfach keine Seitenzahlen haben und zweitens ich das so nicht rechnen wollte, weil ich meine, Mangas bestehen hauptsächlich aus Bildern und da finde ich es irgendwie doof, da irgendwie pro Manga 150 Seiten oder sowas zu rechnen. Wenn man es aber mal zusammenrechnen würde, ich hatte es mal gemacht, kommt man auf knapp 5.500. Seiten, die nochmal oben drauf kommen, wenn ich jetzt durchschnittlich, glaube ich, mit 150 Seiten pro Manga rechnen würde. Das heißt, von daher war es okay. Zum Vergleich vielleicht noch ganz kurz an E-Books und Hörbüchern. Das war letztes 2016 auch ziemlich schlecht. Da hatte ich nur 9 E-Books und 24 Hörbücher. Von den E-Books habe ich mich wieder gesteigert. Ich habe dieses Jahr 20 gelesen und Hörbücher war, glaube ich, so ziemlich das schlechteste Jahr überhaupt 2017. Ich habe nicht nur 11 Hörbücher gehört, was echt wenig ist, weil wenn man mal guckt, 2015 habe ich zum Beispiel 30 Hörbücher gehört. Also das ist schon ein bisschen gesunken. Aber insgesamt bin ich extrem zufrieden mit dem Jahr. Ich kann euch nochmal, wenn es euch interessiert, zu den Sternebewertungen ein bisschen was sagen. Ich hatte tatsächlich ein Buch mit einem Stern. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Buch mit nur einem Stern, aber dieses 2017 habe ich tatsächlich ein Buch mit einem Stern bewertet. Mit 2 Sternen sind dann doch ein paar mehr gewesen, das waren insgesamt 8. 3 Sterne haben tatsächlich 60 Bücher von mir bekommen. 4 Sterne, was auch meinem Durchschnitt an Bewertung entspricht, waren 76 Bücher und sogar 24 haben 5 Sterne von mir bekommen. Wie ihr gerade gehört habt, 4 Sterne war so mein Durchschnitt. Das heißt, ich habe doch eigentlich ein ganz gutes Händchen gehabt dafür, welche Bücher ich mir aussuche. Ja, das wäre auch unser nächstes Thema, nämlich meine Jahreshighlights und meine Jahresflops. Die Videos folgen in den nächsten Tagen. Wenn sie dann online sind, verlinke ich euch sie einmal hier oben. Da könnt ihr einmal schauen, in der Infobox findet ihr sie dann auch. Und ansonsten, wenn sie noch nicht online sind, haltet die Augen offen. Mich würde natürlich mehr interessieren, wie so euer Lesejahr 2017 war. Seid ihr zufrieden oder seid ihr eher nicht zufrieden? Sagt ihr, ihr wollt das nächstes Jahr noch ein bisschen steigern? Oder ja, was habt ihr euch so vorgenommen für das neue Lesejahr? Erzählt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob ihr eure Goodreads Challenge geschafft habt. Falls ihr auch bei Goodreads seid, könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen, mir eine Freundschaftsanfrage stellen, wenn ihr Lust habt. Findet ihr auch alles unten in der Infobox, auch in meinem Instagram und so weiter. Falls ihr das noch nicht wissen solltet, findet ihr alles unten in der Infobox. Da sind ganz viele lustige Links für euch. Ja, ansonsten war es das jetzt mit meiner Statistik. Wer es nochmal genau nachlesen will und das nicht so von mir in Zahlen erzählt haben möchte, für die Statistiker unter euch, wird es das Ganze auch nochmal auf meinem Blog geben. Den Link dazu findet ihr auch in der
Gott. In der Infobox. Ich habe jetzt zu oft Infobox gesagt. Und ansonsten, das Video geht jetzt schon, glaube ich, was 10 Minuten, würde ich sagen. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, was ihr, ja, wie ihr euer Jahr empfunden habt und was ihr euch für nächstes Jahr vorgenommen habt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!